Image ab. Und Amsterdam ist aber Amsterdam, Barcelona ist Barcelona, Prag ist Prag. Aber wie viel kannst du davon kriegen? Okay. Also insofern EU, keine echten Regelungen, sondern eher nur Beobachtung, Status und die Zahlen, die man da bekommt, kann man durchaus für sich nutzen. Und von denen kann man auch Politiker in Kenntnis setzen oder andere Bürger einfach in den Kontext. In Deutschland Konsum erlaubt, wir sind strafbar, kennen wir alle. In der Fraktion, in dieser SÜS-Linke-Plus-Fraktion, war das allen klar. Bei den Grünen kam die erste Frage, war es wirklich strafbar? Und dann musste ich... Musste ich nochmal vorrechnen, dass das Baden-Württemberg tatsächlich einen der höchsten Verfolgungskoeffizienten in Deutschland neben Bayern hat. In Bayern sind es ca. 30.000 Leute mit total Mikrovergehen, also wirklich geringe Menge im Prinzip, die irgendwo schlecht bekommen. In Baden-Württemberg sind es ca. 20.000, also das Problem ist nicht ganz, ganz anders. Trotz der grünen Regierungsbeteiligung. Okay, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Diskussion ist ja jetzt nicht ganz neu und seit ungefähr 2 Jahren steht sie in jeder Zeitung und ich habe kaum einen negativen Artikel gelesen und wenn einer wirklich die Zeitung ganz durchlesen würde oder sich informieren würde, wenn es ihn interessieren würde, müsste das auch wissen, weil in so gut wie jeder Tagesausgabe steht irgendwas drin, wo wieder Parkpflanzen beschlagnahmt wurden und wo wieder Verkehrskontrolle jemanden zutage gefördert hat, wieder eine Verurteilung für 3 Monate von Sozialdienst. Also in Nürnberg, wenn man sich so diesen Lokalteil durchschaut, wie oft das drinsteht und was das für ein Unifax ist. Na ja gut, also da geht es darum, das auch Politiker nicht übel zu nehmen. Die meisten Politiker sind halt eben keine Cannabis-FachpolitikerInnen. Die meisten PolitikerInnen sind absolute Nicht-Cannabis-PolitikerInnen. Wir haben keinen blassen Schimmer, was da abgeht. Wir bewegen uns immer noch in einem Tabuthema und die meisten wissen nicht, dass ein Haufen Leute in ihrer Umgebung schon längst kiffen und das konsumieren, dass es total normal ist, sie es nur nicht mitbekommen, weil sie die Zeichen nicht kennen. Okay. Also im Prinzip geht es darum, tabufrei über Tabus zu reden und sich auch zu outen und zu sagen, ja, ich weiß ganz genau, wenn einer gekippt hat. Vielleicht wissen Sie es nicht, aber ich schon. Na gut, die realistische Situation ist immer noch in den meisten Ländern, das Cannabis auf frühere Bestreben der USA immer noch verboten, was natürlich total mega paradox ist, weil es ausgerechnet in den USA jetzt wieder anscheinend illegaler wird. Gut. Zweitens, wir haben eine weltweite Regulierungswelle. Das ist schon ganz gut, das in der Kommunikation auch tatsächlich immer wieder nochmal hervorzuheben und zu betonen. Also wir stehen da überhaupt 0,0 alleine da, sondern es ist tatsächlich weltweit irgendwas los. Australien will es demnächst regeln, ja, lauter Bundesstaaten, es stehen Abstimmungen an in den Bundesstaaten. Chile hat es irgendwie runtergestuft. Ich habe das nicht verstanden, wie exakt, aber trotzdem, ey, hallo, hätte das jemand vor 2, 3 Jahren gedacht, dass Chile als nächstes legalisiert? Ja, also immer neue interessante Ansätze. Ja, was soll ich denn sagen, ja? Dann, wie groß ist das Interesse, das muss man auch wieder betonen, 4 bis 8 Millionen User in Deutschland, das sagt das BKA, nicht ich. Das sagt auch, ja, also ich benutze die Zahlen, ich habe sie nicht selber gefälscht. Und was ich immer versuche bei den Vorträgen, egal wo es halt eben ist, ich versuche es einfach runterzubrechen. Wie schaut es denn bei dir zu Hause aus? Rechne doch mal runter die 4 bis 8 Millionen User. Ja. Hier auf Stuttgart umgerechnet sind es 40 bis 80.000 User in Stuttgart. 40 bis 80.000 User sind 40 bis 80.000 mögliche Wählerinnenstimmen für jeden Politiker, der sich diesen Vortrag anhört. Und auf kommunaler Ebene bei einer Wahlbeteiligung von 55-60%, wenn die alle hingehen in Stuttgart, dann wird der Bahnhof doch nicht gebaut. Falls die wirklich hingehen.
Ja, also damit muss man ein bisschen spielen lernen, ja, weil wir kennen ja unser Pappenheimer. Haben wir auch wieder bei der Ansprache gesehen. Besser als je zuvor, nein, stimmt nicht ganz, aber besser als viele Jahre zuvor. Vielleicht 10.000 Leute da, aber hey, mal ganz ehrlich, also 10.000 Leute auf der zentralen Legalisierungsveranstaltung in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern, wenn ich alleine die Zahl auf Berlin umrechne, ist das ja total peinlich. Wenn ich das umrechne auf die 30.000 Leute, die jährlich Stress haben in Bayern, warum nicht die 30.000 Bayern und 20.000 Baden-Württemberger dann mal nicht nach Berlin fahren, einmal im Jahr, weil sie Stress haben? Verstehe ich nicht. Eigentlich müssten die da alle anwesend sein. Dann wäre es nämlich schon egal. Okay, aber trotzdem, mit den Zahlen muss man schon anfangen zu spielen und die auch mal in den Vordergrund zu schieben. Wir sind nämlich gar nicht wenige und wenn wir uns organisieren und wenn alle das Kreuz tatsächlich an derselben Stelle machen, ist das durchaus für eine Partei, kann das ausschlaggebend sein. Also, okay. Ich erzähle dann auch von der Demografie ein bisschen, dass Menschen, die noch nicht so eingeweiht sind, ein bisschen mitbekommen, mit wem sie es so ein bisschen zu tun haben. Also es sind deutlich mehr Männer als Frauen. Das Durchschnittsalter ist jetzt knapp über 42 gestiegen, steigende Tendenz. Also es gibt auch tatsächlich es gibt immer noch eine überdurchschnittliche Bildungsaffinität und es gibt eine neue Welle an Seniorinnen und Senioren, die kommen. Dieses Durchschnittsalter wird die nächsten Jahre exponentiell nach oben gehen. Und zwar über den Bereich Medizin und Wehwehchen. Ja, in Tschechien ist es im Prinzip so, dort sind Pflanzen zu Hause anbaubar und das machen wirklich sehr viele ältere Menschen. So als Aspirin-Ersatz züchtet man sich ja das Allerweltskraut halt zu Hause auf dem Balkon oder halt eine Leuchte zu Hause. Das ist total normal, da geht kein Harm danach. Und das ist tatsächlich unter sozusagen älteren Leuten eine günstige Möglichkeit, sich selbst zu versorgen und sich selbst zu medizinieren. Und in Deutschland wird von der Krankenkasse schon noch viel bezahlt. Aber wenn man es ganz genau rechnet, ist so eine Pflanze, die immer wieder Ertrag abwirft, um einiges günstiger als wenn man die Gebühren auf Dauer. Also selbst wenn man immer nur 3 oder 5 Euro dazu zahlen muss, selbst dann ist die Pflanze auf Dauer, vor allem bei so chronischen Sachen. Und jetzt reden wir noch nicht von denen, die jetzt schon ein Rezept und eine Genehmigung und so weiter und so fort haben, sondern von einer breiten Masse von Leuten, die heute vielleicht Altiotee trinken und andere interessante Natursubstanzen zu sich nehmen. Okay, es gibt mehrere Möglichkeiten der Regulierung, Coffeeshops, Cannabis-Fachgeschäfte, Abgabestelle Kreuzberg, sage ich da auch mal, und zwar, weil das natürlich in den Medien ist, oder vielleicht war und immer noch sein wird. Das ist das Kreuzberger Projekt, das eingereicht wurde. Und das firmiert immer noch unter dem Namen Coffeeshop-Modell, wobei das mittlerweile eigentlich auch ein Cannabis-Fachgeschäft rausläuft. Also da differiert der Name mittlerweile von dem, was drinsteht. Jetzt hat aber Monika Hamann halt unwissenderweise unter Umständen halt gleich Coffeeshop sagen müssen, als sie das erste Mal darüber gesprochen hat. Okay. Dann hat hier nach einem langen Diskussionsprozess, wo jemand erzählt, das löst das Problem nicht, weil ein Coffeeshop nach holländischem Coffeeshop-Modell bedeutet, dass du am Hinterausgang über 500 Gramm entgegennimmst und da steht ein Dealer dann am Hinterausgang und nicht vorne am Görlitzer Park. Also wenn man das so die letzten 1,5 Jahre dieser Entwicklung anschaut, wird man auch mitbekommen, dass es seitdem auch tatsächlich eine andere Kommunikation dann gab. Die kommuniziert gar nicht mehr gerne von Coffeeshop, wobei Coffeeshop natürlich schon das Plakativste ist. Also was es uns so sagt, das kennt tatsächlich so gut wie jeder. Und es waren wirklich viele Generationen mittlerweile in Holland und haben das selber erlebt. Selbst wenn sie nicht kiffen, sind sie halt in Kumpels mit Gigaten und haben halt zugeschaut, wie die Hörsatz passiert. Ja, habt ihr das noch nie gehabt? Das ist irgendwie